Die Themen Migration und Herabsetzung der Strafmündigkeit beherrschen derzeit die heimische Innenpolitik, dazu aber auch innerparteiliche Querschüsse gegen SPÖ-Chef Andreas Babler und ein Hickhack zwischen ÖVP und den Grünen. In einem sind sich aber wohl alle einig und das Motto heißt da, alle gegen Kickl. Ja, der FPÖ-Chef ist aber jetzt bei uns zu Gast. Herbert Kickl, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja, beginnen wir doch gleich mit Alle gegen Kickl, ein Thema, das derzeit grassiert durch die Medien. Werner Kogl, auch hier bei uns im Studio, hat sich da ziemlich rausgelehnt, spricht da von der sogenannten Vergiftzwergung und vom Putin-Freund Kickl. Er lehnt sich da wirklich, wirklich weit raus. Ist das etwas, was in Ihnen eigentlich abprallt oder geht das auch nahe? Zunächst einmal muss man das vielleicht in Klartext übersetzen, was das bedeutet. Alle gegen Kickl heißt ja auf die politische Ebene übertragen nichts anderes als alle weiter gemeinsam gegen das, was die Bevölkerung will. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und das ist ja auch sozusagen das, warum ich seit langer Zeit dieses Zusammenschmelzen aller anderen Parteien, nämlich der Regierungskonstellation aus ÖVP und Grünen und natürlich auch ihrer Steigbügel heute zu einer Einheitspartei, das kritisiere ich genau aus diesem Grund heraus. Und diese Parteien sehen offenbar die nächste Wahlauseinandersetzung als die Frage, wer von den Vertretern der Einheitsparteien kann ein paar Köpfe mehr in den Futtertrog hineinhängen. Für mich geht es bei diesen Wahlen und für die Freiheitliche Partei geht es bei diesen Wahlen um was ganz was anderes. Es geht um einen Perspektivenwechsel. Wird weiter Politik gegen die eigene Bevölkerung gemacht? Das ist das Modell der Einheitspartei. Oder stellen wir endlich die eigene Bevölkerung ins Zentrum aller politischen Zielsetzungen und Überlegungen? Das ist der freiheitliche Weg und das ist die Weichenstellung, um die es gehen wird. Und weil Sie Werner Kogl angesprochen haben, ich muss Ihnen ganz ehrlich eines sagen, also es sei ihm zugestanden, dass er sich bei Promille und bei Prozentrechnungen auskennt, aber von Demokratie hat er offenbar keine Ahnung. Gut, lassen wir das einfach im Raum stehen. Ich muss allerdings sagen, die sogenannten Einheitsparteien, wie Sie sich bezeichnen, sagen natürlich für sich selbst auch, sie kämpfen für die Bevölkerung, aber wir werden es jetzt nicht ausdiskutieren können. Ein anderes Thema, fast alle haben ja eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen nach der nächsten Nationalratswahl, solange Herbert Kickl Parteichef ist. Jetzt ganz ehrlich, gibt es irgendwo einen Plan B, wo man sagt, naja, wenn wir dann den Kanzler stellen könnten in eine Koalition und es ist, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendwas, Norbert Hofer Chef, dann würden wir das machen? Da sage ich Ihnen auch etwas dazu, wo ich manchmal ein bisschen überrascht bin, dass die Journalisten das noch nicht selbst für sich entdeckt haben. Das, was die anderen Parteien hier sagen, also eine FPÖ ohne Kickl, das würde ja bedeuten, dass sie davon ausgehen, dass eine FPÖ ohne mich einen anderen Anspruch stellen würde, dass sie keinen Führungsanspruch stellen würde, dass sie nicht genau diesen Perspektivenwechsel in der Politik, von dem ich vorher gesprochen habe, vornehmen würde. Aber das ist nicht der Fall. So gesehen ist das eine müßige Diskussion. Mhm. Zweiter Punkt, ich weiß ganz genau, erstens einmal, wir würden es nicht machen, weil es ein Wählerbetrug wäre, aber selbst wenn der Spitzenkandidat, der sich zur Wahl stellt und der dann gewählt wird, dann nicht quasi die Regierungsmannschaft anführen würde, dann würden dieselben sagen, ja, aber als Klubobmann hat er doch den gleichen Einfluss oder vielleicht noch mehr und führt seine Minister. Und das kann man dann hinunterbrechen bis zum einfachen Parteimitglied, das haben wir schon bei Jörg Haider gehabt, der dann als einfaches Parteimitglied von Kärnten aus die Partei geführt hat. Dann bleibt also nur mehr als Alternative die Selbstentleibung. Ja, ich müsste mich also selbst eliminieren und dazu bin ich nicht bereit, nur dafür, dass die ÖVP sich an der Macht halten kann. Und noch etwas, Herr Koller, das ist auch wichtig. Und das zeigt einmal, wie die ÖVP tickt. Und da bin ich jetzt wieder bei der Einheitspartei. Die ÖVP zieht hier eine Brandmauer, wenn man das so sagen will, gegen die Freiheitliche Partei auf. Die Freiheitliche Partei ist aber diejenige Partei, die am meisten inhaltliche Überschneidungen mit dieser Volkspartei hat. Ja? Das heißt, man schreibt ab von der Freiheitlichen Partei, man macht 2017 ein hervorragendes gemeinsames Regierungsprogramm, abstrahiere von der späteren Sprengung, aber genau diese Partei grenzt man aus. Und das zeigt ja nur, worum es geht. Die ÖVP kann sich nicht damit abfinden, dass eine andere Partei den Kanzleranspruch stellt und stärker ist als sie. Und weil sie das nicht haben will, hängt sie sich in die Einheitspartei und sagt, unsere Inhalte sind uns wurscht, Hauptsache wir bleiben Kanzler und dafür machen wir es mit den Marxisten und mit anderen linken Parteien. Und das muss man den Menschen erklären. Da geht es einer Partei nur um den Machterhalt, um den Kanzlerposten, nicht um ihre Inhalte, sonst würden sie die FPÖ nicht ausschließen. Und deswegen
Wie gesagt, die anderen Parteien ringen nur darum, wer sozusagen die Nummer eins in der Einheitspartei spielen darf. Aber das bedeutet weiter einen fatalen Kurs für Österreich. Jetzt gibt es aber jemand, der der ÖVP nahesteht und ein ÖVP-Mitglied ist, der sitzt offenbar doch ganz anders. Sebastian Kurz war vor kurzem hier bei uns im Interview am gleichen Platz, an dem Sie stehen, und hat so sinngemäß gesagt, na ja, wenn der nächste Kanzler Herbert Kickl heißen sollte, das ist halt so in der Demokratie. Also der sieht das offenbar entspannt. Ja, genau jener, der Sie als Innenminister damals ja entlassen hat geradezu. Sie haben ihn eh ganz kurz erwähnt mit Ibiza und so weiter. Wenn Sebastian Kurz das so pragmatisch sieht, gibt es da Annäherungsversuche irgendwie mit einer ÖVP, vielleicht ohne Karl Nehammer und der FPÖ? Schauen Sie, ich habe immer gesagt, dass ich die demokratischen Spielregeln akzeptiere. Und in einer Demokratie gibt es nach Wahlen Gewinner und es gibt Verlierer. Und es gibt für jeden der beiden dann auch eine entsprechende Rolle. Und für mich ist es vollkommen klar, dass derjenige, der eine Wahl gewinnt, und ich hoffe, dass wir als stimmenstärkste Partei aus der kommenden Nationalratswahl, auch aus den anderen Wahlgängen im Übrigen hervorgehen, dass der dann versuchen soll, eine Regierung zu bilden. Das ist für mich eine demokratische Selbstverständlichkeit. Die anderen, das ist auch klar, sind dann die Verlierer. Sonst geht sich das ja irgendwie nicht aus. Ne? Sind dann die Verlierer, und die Verlierer müssen Konsequenzen ziehen. Sie haben dann entweder auf die falschen Personen gesetzt, auf die falsche Strategie, dann bin ich wieder bei der Ausgrenzung, auf die falschen Inhalte. Es kann also dort, wenn man es ernst meint, nicht so bleiben, wie es ist. Und damit wird Bewegung hineinkommen, und dann werden sie sich entscheiden müssen, ob sie sozusagen irgendwelche parteitaktischen Spielchen forcieren oder ob sie ihre immer strapazierte staatspolitische Verantwortung dann auch ernst nehmen und sich in solche Gespräche einbringen. Das ist der Punkt. Ich habe überhaupt kein Problem, das zu formulieren. Das ist auch Demokratie, das ist eine Selbstverständlichkeit. Alle anderen bringen diesen Satz nicht über die Lippen, und dann weiß man schon, wer der Demokrat ist und wer es nicht ist. Und was Sebastian Kurz betrifft, ja, es hat Sebastian Kurz gesagt, aber das sagt im Grunde genommen jeder, den Sie auf der Straße fragen. Ja, es sagen nur die Supertoleranten und die Superdemokraten, nämlich die Grünen, die Schwarzen und die Roten und die Rosaroten in ihrer Spitze, die sagen es nicht. Und damit wissen wir wirklich, woher der totalitäre Wind in diesem Land weht. Weil Sie von der staatsbürgerlichen Verantwortung sprechen, Stichwort Bundespräsident. Alexander Van der Bellen ist ja jemand, der sagt, na ja, das kann schon sein, dass die FPÖ Nummer 1 bei der Nationalratswahl belegen wird, aber ein automatischer Auftrag für die Bestellung der Regierung wird das nicht bedeuten. Kann Alexander Van der Bellen Herbert Kickl als Kanzler verhindern? Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, es war Anfang Jänner, in der Kronenzeitung eine fiktive Neujahrsrede des Bundespräsidenten gehalten, verfasst von Ihrem Herrn Nowak. Ihrem Neuzugang. Und ja, der Herr Nowak hat darin geschrieben, also er als Bundespräsident würde mich daran dann erinnern, dass er von seinem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch machen würde, mir den Regierungsbildungsauftrag im Falle eines Wahlerfolgs, eines Wahlsiegs zu verweigern. Ich habe dann mit dem Herrn Nowak Kontakt aufgenommen und habe ihn ersucht, er möge mir doch bitte diese Stelle aus der Bundesverfassung zukommen lassen, wo drinnen steht, dass der Bundespräsident einen Regierungsbildungsauftrag erteilt. Und er hat mir das versprochen, na, jetzt haben wir Anfang März und ich habe diesen Text noch immer nicht, weil es diesen Text nicht gibt. Das heißt, der Bundespräsident hat gar nichts zu beauftragen, sondern die Frage ist, ob sich eine parlamentarische Mehrheit findet. Das ist der Punkt. Und da werden wir dann sehen, aus welchem demokratischen Holz die anderen Parteien geschnitzt sind im Falle einer Wahlniederlage. Ich glaube, da wird vieles in Bewegung kommen. Ich habe diese ganzen Abgesänge an die FPÖ, ich habe da schon ein Déjà-vu. Das habe ich schon mehrere Male gehört, und nach der Wahl ist alles ganz anders. Ich werde dann nicht das Problem haben, dass ich mich verbiegen muss. Die anderen werden sie dann einmal mehr winden müssen wie die Aale. Aber der Bundespräsident hat hier überhaupt nichts mitzureden. Und wenn er was verhindert, dann sage ich Ihnen das auch ganz ehrlich, dann stellt er sich außerhalb der Verfassung. Der Bundespräsident. Rainer Nowak hat das dann auch richtig gestellt. Ja, es wurde im Prinzip das bestätigt, was Sie jetzt sagen. Und der Bundespräsident sieht es natürlich jetzt anders. Es wäre innerhalb des Verfassungsbogens im Rahmen der Möglichkeiten, die er eben hätte, eine Option. Er rudert eh ein bisschen zurück, habe ich den Eindruck. Aber im Prinzip lässt er das immer noch im Raum stehen. Also, nicht Automatismus. Jetzt, was heißt nicht Automatismus, sondern es braucht überhaupt gar keinen Regierungsbildungsauftrag. Wir haben das schon einmal gesehen bei einer Regierungsbildung. Damals hat Jörg Haider mit Wolfgang Schüssel verhandelt. Wir haben das aber auch gesehen bei der Bildung dieser
nennen wir es parlamentarischen Notwehrgemeinschaft, damals noch mit der SPÖ-Chefin Randy Wagner, als alle Parteien Gespräche geführt haben mit dem Ziel, sozusagen einen Wechsel an der Spitze der Regierung zustande zu bringen, Sebastian Kurz quasi zu einem auszubewegen, weil es nicht vereinbar ist, hier in Korruptionsverfahren zu hängen und gleichzeitig die Republik zu repräsentieren. Da hat es also auch eine parlamentarische Mehrheit gegeben, die dann dazu geführt hat, dass Sebastian Kurz dann die Reißleine gezogen hat. Da hat es keinen Auftrag des Bundespräsidenten gegeben. Das braucht es also nicht. Ja? Aber mein Vorschlag und mein Angebot an die Wähler wäre einfach das. Die Wähler haben eine unglaubliche Macht. Ja? Und das schaut für den Einzelnen so wenig aus, diese eine Stimme. Aber natürlich in der Masse ist es genau das, was die Demokratie ausmacht. Und die Wahlen sind das Herzstück. Und mit dieser Macht geht auch eine große Verantwortung einher. Ja? Wen wähle ich? Weil das bekomme ich dann. Und jetzt haben wir sehr, sehr viel gelernt aus der Erfahrung der letzten Jahre. Was bekommt man, wenn man diese Einheitspartei unterstützt? Und dann gibt es auf der anderen Seite die Freiheitliche Partei mit diesem Perspektivenwechsel. Volkskanzler, das Volk ins Zentrum der Politik. Das ist die Entscheidung. Und wenn wir diese Wahl gewinnen, dann würde ich ersuchen, dass wir einen großen Abstand zwischen uns und die anderen Parteien legen, weil dann kommt der Bundespräsident erst gar nicht in Versuchung, auf blöde Gedanken zu kommen. Gut, haben Sie klargestellt, eindeutige Aussage, danke dafür. Und das Wort Einheitspartei, ich sage es noch einmal, ist Ihre Diktion, ich habe das noch nicht gesagt, aber natürlich steht das Ihnen. Das ist ja für jeden wahrnehmbar, weil in allen großen Themen alle die gleich verkehrte Politik machen. Ich kenne den Standpunkt ganz gut. Wechseln wir zu einem ganz anderen Thema. Ein sehr aktuelles, leider aus tragischem Anlass, auch Asyl und Migration. Ein auch FPÖ-Thema, würde man gemeinhin sagen. Zuletzt einmal der tragische, brutale Dreifachmord eines Afghanen in einem Bordell in Wien im 20. Bezirk. Dann der extreme Massenmissbrauch von insgesamt offenbar 17 Verdächtigen mit migrantischem Hintergrund, der dazu geführt hat, dass ein zwölfjähriges Mädchen das brutale Opfer dieser Aktionen war. Mhm. Und jetzt möglicherweise ein in einer Wohnung eines Afghanen aufgefundenes, ebenfalls getötetes Mädchen aus Medikamenten oder Drogen über Konsum. Man weiß es noch nicht genau, die Option läuft erst. Auch hier ein Afghane, in dessen Wohnung sie aufgefunden worden ist. Wie würden Sie ganz konkret solche Exzesse verhindern können? Herr Koller, das ist mir wichtig, weil wir heute auch den Weltfrauentag haben, dass ich das auch hier zum Ausdruck bringe, dass die Freiheitliche Partei alle Hebel in Bewegung setzen wird. Als eine Regierungspartei, als eine Bundeskanzlerpartei, alle Hebel in Bewegung setzen wird, um den Schutz und die Sicherheit der Frauen und der Mädchen in diesem Land zu gewährleisten. Mhm. Jetzt können Sie sagen, das sagen die anderen auch. Ja, jetzt sage ich Ihnen das Entscheidende dazu. Alle anderen Parteien, jetzt bin ich wieder bei der Einheitspartei, die machen diejenige Politik, die uns jetzt in Form dieser Übergriffe, in Form dieser Gewalttaten, in Form von einer Fülle von Dingen, wo man schon den Überblick verliert, die uns jetzt in dieser Form auf den Kopf fallen. Und das hat mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist diese Völkerwanderungslawine, die sie seit 2015 in Wahrheit nicht wirksam bekämpfen wollen, weil ihnen der Mut dazu fehlt, und die sie über die Österreicher hereinbrechen lassen und dann ein bisschen irgendwo versuchen, das nach außen hin zu tarnen und schön zu färben. Und das zweite ist eine Politik der vollkommenen Gleichgültigkeit, des Werteverlustes, der Orientierungslosigkeit unter dem Deckmantel der Toleranz und der Moderne, wo nichts mehr normal und damit aber auch nichts mehr abnormal ist. Und deswegen braucht man sich dann nicht wundern, dass die Leute dann hin und wieder auch diese Hemmschwelle nicht mehr oder keine Hemmschwelle mehr haben, weil sie die Orientierung verlieren, weil sie selber unsicher sind und aus der Unsicherheit oft auch Aggression herauskommt. Mhm. Was würde ich machen? Es ist ja eigentlich ganz einfach. Sind wir uns einig, wenn ich Folgendes sage? Wir hätten diese Probleme nicht, wenn wir diese Leute nicht im Land hätten, oder? Gut, wir haben sie aber jetzt da. Gut, ja, dann muss man zwei Dinge tun. Dann muss man als erstes dafür sorgen, dass keine weiteren Personen aus dieser Personengruppe ins Land kommen. Was heißt das konkret? Das heißt eine Null-Asylquote. Null. Das ist das, was ich in der Festung Österreich sage. Die Quote muss Null heißen. Und das ist überhaupt nichts Unmenschliches, sondern das ist ein längst überfälliger Akt der Menschlichkeit gegenüber unserer eigenen Bevölkerung. Und das kann ich auch. Jetzt ist aber auch bewaffnete Kontrolle an der grünen Grenze, weil wirklich verhindern kann man das ja nicht. Das kann ich auch sehr, und das kann ich auch sehr, sehr gut erklären. Einfach deshalb, weil es keinen einzigen Grund gibt, in Österreich einen Asylantrag anzunehmen. Ja, wir sind von lauter sicheren Staaten umgeben. Das kennen wir. Aber trotzdem, gut. Sie kommen über die grüne Grenze dann teilweise. Ja, heißt das Abwehr mit Bundeswehr an der grünen Grenze? Ja, das ist einmal eine der Möglichkeiten. Es werden immer welche durchkommen und dann kommen die sogenannten Ausreisezentren ins Spiel. Das ist dann der
der Ort, an den diese Leute verbracht werden, ja, wo sie nicht eingesperrt sind, sondern wo sie jederzeit hinausgehen können, aber nicht österreichischen Boden betreten. Mhm. Das ist ein Modell, mit dem man sich hier zur Wehr setzen muss, um sozusagen diesem Wildwuchs und diesem völligen Kontrollverlust entgegenzuwirken. Und ehrlich gesagt wäre es mir lieber, gerade in Zeiten wie diesen, die 2 Milliarden Euro, die wir jetzt für ein sinnloses Raketenschutzprojekt investieren, ja. Ja, wenn wir die investieren würden für den Grenzschutz, und zwar übrigens auch auf europäischer Ebene, statt dass man das betreibt, hier sozusagen endlich einmal zu einem Schutz der Außengrenzen kommt. Ich verlasse mich dann immer drauf, also müssen wir uns selbst helfen. Und das heißt eine Nullquote. Und das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite ist, was machen wir mit denen, die wir schon da haben? Ja, da heißt es, dort anzuknüpfen, wo ich als Innenminister aufgehört habe. Und das heißt, deattraktivieren des Asylstandorts Österreich. Ich sage Ihnen eines, wenn Sie den Leuten heute keine Geldleistungen mehr geben, wenn es keine Perspektive mehr gibt, aus dem Schutzstatus in die Staatsbürgerschaft überzugehen, wenn Sie keine Garantie haben, dass Sie am Ende in der Mindestsicherung ohne Erwerbstätigkeit dann ohnehin versorgt werden, ja? Wenn Sie alles das nicht haben, dann wird sich der Zustrom nach Österreich aufhören und viele, die jetzt hier sitzen und genau darauf warten, werden das Land freiwillig verlassen. Wie sieht's mit man muss es von beiden Seiten her angehen. Die Gutscheinvariante, die im Raum steht, nicht Geldleistungen, sondern Sachleistungen über Gutschein, wie es die Regierung jetzt überlegt. Das ist ja etwas, was wir schon lange sagen, aber das muss auch auf ganz heruntergebrochenem Niveau funktionieren. Und ich sage Ihnen auch etwas, da kann man von den Ungarn einiges lernen. Wenn jemand illegal das Land betritt, dann hat er eigentlich auch nicht einmal mehr den Anspruch auf eine solide Sachleistung und auf eine Versorgung auf der Ebene, sondern auf gar nichts. Ich kann mich ja nicht dafür bedanken, auch noch, ja, dass jemand illegal ins Land kommt. Auch keine Sachleistung. Das ist das, was die Ungarn machen. Und ich glaube, für diejenigen, die illegal das Land betreten, die unter dem Deckmantel des Asyl nach Österreich kommen, aber in Wahrheit sich wirtschaftliche Vorteile erwarten, wo es überhaupt keinen Grund für Schutz gibt, die sollen auch gar nichts bekommen. Gut. Die anderen Sachleistungen, ja, auf heruntergebrochener Ebene, aber ich weiß nicht, ob das das intelligenteste Modell ist, jetzt an einer sauteuren Bezahlkarte herumzuarbeiten, die dann in irgendwelchen hinteren Tälern überall funktionieren muss, die missbrauchsanfällig ist und fehleranfällig, da wäre es doch gescheiter. Man hat Dreiskirchen, der Herr Bürgermeister hat das ja gern, nutzt diese Örtlichkeit dann auch, um diese Leute dann auch dort unterzubringen, dann kann man das Essen und die Sachleistungen dort auch ausgeben, und der Herr Spindlegger von der ÖVP ist nicht der Nächste, der Geschäft macht mit irgendeiner Karte. Das ist nämlich das, was ich befürchte, dass das dann zu einer Kassierkarte für Freunde der ÖVP wird. Ein Thema noch, um die Migrationsthematik ein bisschen abzuschließen, das Herabsetzen der Strafmündigkeit, 14 Jahre oder drunter, 12, 11 stehen im Raum. Ist das etwas, wo die FPÖ dabei ist? Naja, wir werden schon nächste Woche im Bundesrat und dann übernächste Woche im Parlament entsprechende Anträge stellen. Ich darf daran erinnern, dass wir das schon getan haben. Ja, wir haben gerade vor zwei Wochen, glaube ich, bei der letzten Parlamentssitzung versucht, das wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Alle anderen Parteien waren dagegen, haben diesen Antrag abgelehnt. Und es ist für mich eine Notwendigkeit, und da sage ich Ihnen auch etwas, da bin ich nicht mehr darüber bereit zu diskutieren, was das jetzt für Auswirkungen auf die Resozialisierung dieser Täter hat, sondern da geht es um was ganz anderes. Da geht es erstens einmal um den Schutz und die Sicherheit dieses Opfers. Jetzt reden wir mal von diesem 12-jährigen Mädchen, die hat ja noch das Glück, unter Anführungszeichen, am Leben geblieben zu sein. Ja. Und die ist jetzt in einer Situation, wo sie ihren Peinigern jeden Tag wieder über den Weg laufen kann. Ja, das ist eine Schande, dass das möglich ist. Andere sind tot, die haben überhaupt gar keine Menschenrechte mehr. Aber es geht um den Schutz und um die Würde der Opfer. Das Zweite ist das Signal an diejenigen, die vielleicht überlegen, jetzt merken wir gerade, unter 14 Jahren kann mir nichts passieren, da nutze ich doch gleich die Gelegenheit, hier ein Signal auszusenden, zu sagen, das akzeptieren wir als Gesellschaft nicht. Wenn du das versuchst, dann trifft dich, egal ob du so jung bist oder nicht, die volle Härte des Gesetzes. Welches Alter? Naja, jetzt auf 12, da gibt es viele 12. Beispiele, aber wenn jemand sich mit 10 Jahren dadurch auszeichnet, unter Anführungszeichen, dass er besonders brutal ist und dass er hier besonders widerwärtig vorgeht, dann muss uns auch hier
der Schutz der Gesellschaft, sozusagen das Verhindern von weiteren potenziellen Opfern, wichtiger sein als das Schicksal dieses Einzelnen. Ich bin nicht mehr bereit, diese 68er Kuscheljustiz, diesen Traum von einer gefängnislosen Gesellschaft am Rücken der eigenen Bevölkerung, am Rücken der Frauen und Mädchen in diesem Land da hier zu akzeptieren. Das ist Schluss und das ist auch ein Perspektivenwechsel, um den es bei den kommenden Wahlen gehen wird. Das würde aber bedeuten, Strafmündigkeit ab 10 ist ab 12, das wird wahrscheinlich reichen, aber es gibt auch Länder und die sind sozusagen anerkannte Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft wie die Schweiz. Dort haben wir zum Beispiel 10 Jahre. Ich weiß. Wenn jemand vergewaltigen kann, wenn jemand Menschen quälen kann, wenn jemand unglaubliches Leid anrichten kann, ja, und sich dabei, wie man so schön sagt, dann auch noch aufgeilt, ja, dann soll er auch erfahren, was es bedeutet, wenn man selber Zwangsmaßnahmen ausgesetzt ist. Ja. Dann soll er das am eigenen Leib verspüren und deswegen darf man diese Jugendlichen nicht so ohne weiteres davon kommen lassen. Okay. Aber es ist noch etwas wichtig und das ist sozusagen dieses Kernproblem, das dahinter liegt, diese Wertelosigkeit und Orientierungslosigkeit. Das ist auch eine Errungenschaft einer linken Zerstörungspolitik. Keine Ordnung mehr, keine Disziplin, alles ist irgendwie egal. Ja? Hier muss es sozusagen eine mentale Neuaufstellung geben in der Erziehungsarbeit, in der Schule, im gesamten gesellschaftlichen Bewusstsein. Die Gesellschaft, die Politik, der Staat muss ganz klar kommunizieren, das geht bei uns nicht durch. Und wenn du es versuchst, dann trifft dich die volle Härte des Gesetzes. Ich könnte jetzt lange über die tragischen TikTok-Hassvideos antisemitischer und islamistischer Herkunft reden, aber ich glaube, das Thema lassen wir jetzt, aber Sie haben es jetzt angedeutet. Letztes Thema, großes Thema, Neutralität und Sky Shield. Österreich wäre nicht mehr neutral, heißt es dann immer wieder auch aus Richtung der FPÖ. Ist das wirklich so, dass wir die Neutralität quasi abgegeben haben? Ja, und ich verstehe das also auch nicht, dass man hier der Bevölkerung nicht reinen Wein einschenkt, wenn es um Sky Shield geht. Ja, man kann ja sagen, man will zur NATO, das kann man ja sagen. Ja? Aber dann soll die Bevölkerung darüber abstimmen. Und ich habe hier, weil ich mir gedacht habe, dass dieses Thema kommen wird, ich habe mir hier dieses Papier angesehen, diese Absichtserklärung Sky Shield zu implementieren. Das sind zwei A4-Seiten. Ja. Und ich habe nachgezählt, auf diesen zwei A4-Seiten kommt 11-mal das Wort NATO vor. Und jetzt soll mir noch jemand sagen, dass dieses Sky Shield nichts mit NATO zu tun hat. Sky Shield ist ein Luft- und Raketen- und Drohnenabwehrsystem, das nur dann funktioniert, wenn es in diesen Verbund der NATO eingegliedert wird. Das ist doch vollkommen klar. Das wird unter dem Kommando der NATO stehen. Ja, und das wird sozusagen, da steht auch dort ganz klar drinnen, eine tragende oder ein tragendes Element der europäischen Säule der NATO sein. Und das verschweigt man den Menschen und tut so, als ob das mit der Neutralität vereinbar wäre. Das ist es nicht. Mhm. Und das ergibt sich ja auch aus dem Hintergrund. Das Ganze ist ja entstanden vor dem Hintergrund des Krieges Russland gegen die Ukraine und es ist eine deutsche Initiative. Und meine Position ist, wenn man jetzt vor diesem Hintergrund diesem Projekt beitritt, dann ergreift man Partei. Ja? Das ist für mich genauso undenkbar, wie jetzt einem russischen Schutzschild beizutreten. Das passt für einen Neutralen nicht. Und abgesehen davon, heute ist auch militärisch für sinnlos, ich habe mir das jetzt angesehen, schauen Sie, wenn Sie sich diese Tafel nehmen, 200 Kilometer, das ist die größte Reichweite dieser Raketen. Wenn wir das jetzt ganz im Osten von Österreich aufstellen, dann können die Raketen so weit schießen, wie das hier in diesem Kreis eingezeichnet ist. Aber die Raketen kommen ja von hier geflogen, aus Russland. Und jetzt müssen die vorher NATO-Länder überfliegen. Und Sie glauben ja nicht allen Ernstes, dass hier nicht schon Abwehrmaßnahmen gesetzt werden. Diese Überwachung der NATO mit Satelliten und mit Radar reicht ja weit in russisches Gelände hinein. Und auf der Rakete steht ja nicht drauf Wien, sondern die geht dort einmal in die Luft und ist für jeden, der hier ist, eine Bedrohung. Das heißt, die werden das von sich aus bekämpfen und wir hätten sehr, sehr viele sinnvollere Verwendungsmöglichkeiten für 2 Milliarden Euro. Das heißt definitiv keine Teilnahme an Sky Shield, obwohl ja bereits eine Absichtserklärung unterschrieben worden ist. Ja, ich glaube, das ist ein Österreich ist ja nicht nur, wie man immer sagt, militärisch neutral. Ja, auch das wird im Übrigen mit Füßen getreten. Wir sind ja ein Durchhaus für Truppen- und Waffentransporte im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Sondern Österreich ist auch im politischen Sinn völkerrechtlich neutral. Das ist ja ein Erfolgsgeheimnis, ein jahrzehntelanges der österreichischen Außenpolitik auch gewesen. Und deswegen sind wir ja auch UNO-Standort. Und deswegen hat es ja große Konferenzen, Friedensverhandlungen für die heißesten Konflikte dieser Welt in Österreich gegeben. Dorthin will ich wieder zurück. Und das, was man hier vorhat, kostet 2 Milliarden, bietet uns aber keinen zusätzlichen Schutz, weil diese Flugobjekte, die da von Russland aufsteigen,
ohnehin schon vorher im NATO-Luftraum entsprechend bekämpft werden. Und wann die einmal so weit sind, dass sie da vor unserer Tür stehen, dann wird uns Kaischild auch nicht mehr helfen. Und deswegen glaube ich, dass man die 2 Milliarden sinnvoll einsetzen kann. Sie wissen, dass man in Wien die Polizeiinspektionen in der Nacht zusperren muss, weil man sich das Personal nicht mehr leisten kann. Also das ist dann auch ein effektiver Beitrag zur Sicherheit für die Menschen, auch für die Frauen und Mädchen in diesem Land. Mehr Polizei auf die Straßen, offene Polizeiinspektionen, mehr Patrouillen und Kontrollfahrten, die man dort macht, das ist viel, viel sinnvoller investiert. Allerletztes Thema noch, vor wenigen Tagen erst aufgekommen, Beate Hartinger-Klein, die Ex-Gesundheitsministerin aus quasi FPÖ-Reihen, hat offenbar Beraterverträge über 10 Millionen Euro in ihrem Ministerium zugelassen und jetzt kann man das nicht mehr nachverfolgen, die Unterlagen sind geschreddert worden, man kann aus Rechnungshof und Margit Kracker als Präsidentin hat das aufgebracht. Ist das okay, 10 Millionen Beraterverträge? Ich verstehe, jetzt haben Sie einen gewissen Widerspruch in Ihrer Argumentation. Sie reden von Beraterverträgen von angeblichen von 10 Millionen, sagen aber im zweiten Teil des Satzes, dass man es nicht nachweisen kann. Sagt die Rechnungshof. Also was jetzt? Gibt es die Rechnungshofpräsidentin oder nicht? Ja? Kann die Rechtmäßigkeit wieder zustande gekommen, ist offenbar nicht nachvollziehbar. Schauen Sie, meine Meinung dazu ist, dass es nicht geht, diese Dinge zu schreddern oder hier sozusagen eine Aktenvernichtung entsprechend auch vorzunehmen. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass Beate Hartinger-Klein gerade in einer Stellungnahme gegenüber den Medien gestern oder vorgestern selbst bestreitet, dass es diese Anweisung gibt. Ja? Steht also jetzt Aussage gegen Aussage. Ich kann das nicht klären. Bei mir sind alle Akten zugänglich, offenbar hat man nichts gefunden, deswegen muss man dann den einen oder anderen Kugelschreiber bemühen. Aber ich habe heute wieder das Schreibgerät meiner Wahl mitgebracht. Das ist kein Luxuskolli. Aber er ist im Blau gehalten. Der ist im Blau, aber es ist ein einfaches BIC-Modell. Ich glaube, kostengünstiger geht es dann nicht. Ich habe fast den gleichen. Herbert Kickl, einmal mehr vielen Dank für den Besuch im Studio. Hoffentlich geht es jetzt öfters wieder zu den bösen Systemmedien. Wir sind gar nicht so böse und freuen uns natürlich, wenn Sie bei uns im Studio sind und danke für den Besuch heute. Danke.